Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch einen sehr homophoben Mitarbeiter mitgebracht. Und auf jeden Fall war er nicht nett. Heute geht's mal darum, dass wir das Gespräch wieder so sinnfrei wie möglich gestalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Hier ist Lilly Lips. Am Apparat ist Michael Kraus. Ja, und wen möchten Sie sprechen? Wie bitte? Wen möchten Sie denn sprechen? Mit Rhea Lips. Lilly Lips, ja. Ist am Apparat. Ich melde mich von Bitcoin Fast Profit. Ja. Sie haben eine Registrierung gemacht bei uns, damit anfangen mit Online-Handel. Ist das wichtig? Ja, das ist richtig. Das haben Sie gut erkannt. Okay. Ja. Moment, kurz, bleiben Sie drin in der Leitung. Aber natürlich. Okay, bei uns ist Mindestvertrag 250 Euro, damit anfangen mit Online-Handel. Das ist aber billig. Wie bitte? Das ist aber billig. Das ist aber wenig. Billig, ja. Okay, mit wie viel möchten Sie anfangen? Na, wie viel geht denn? Also, das geht bis, keine Ahnung, bis 5 Millionen. Aber nee, so viel habe ich nicht. Wie bitte? So viel habe ich nicht. Herz allerliebst. Tatsächlich hat er keine Ahnung, wie viel man da maximal einzahlen kann. Aber das geht bis 5 Millionen. Natürlich. Ganz natürlich. Also, mich würde mal interessieren, wer da 5 Millionen bei dem komischen Typen einzahlt. Vor allem mit dem ganzen Krach da im Hintergrund. Okay, bis wie viel sollen Sie einfach investieren? 3. Wie bitte? 3. Mit 2 Millionen? Nein. Wie bitte? Na, mit 300. Ja, ich höre. Also, mit wie viel möchten Sie einfach anfangen? 3. 3. Was meinen Sie einfach mit 300, 3 Millionen, 5 Millionen? Na, 300. Was heißt einfach 3? 300. 300? Ja. Ja, alles klar. Auf jetzt einfach googeln. Haben Sie jetzt einen Computer dabei? Nein. Nein? Nein. Ach, schade. Wieso? Nein. Was denn? Was haben Sie jetzt dabei, damit anfangen? Wie meinen Sie das? Wie bitte? Wie meinen Sie das? Bilder! Wie meinen Sie das? Bisschen lauter bitte! Wie Sie das meinen? Ich melde mich von Ihres Handelskonto aktivieren, Herr Lips. Lilly Lips. Hallo? Ja, hallo? Ich melde mich von Ihrem Handelskonto. Ja, das ist schön. Was macht man da so? Wie bitte? Was macht man da so? Okay, haben Sie gehandelt bis jetzt online? Nein. Nein? Nein. Okay. Okay, Moment. Ja. Lilly Lips, mein Name. Okay, Moment kurz, ich verwunde Sie mit meiner Managerin jetzt. Ja. Kenne ich mich? Bleiben Sie kurz in der Leitung? Ja. Hallo? Ja. Also erstmal weiß ich gar nicht, warum der mich jetzt überhaupt an jemanden verbinden will. Scheinbar, weil er nichts versteht. Ich weiß es nicht. Aber der Knaller ist, er sagt, er verbindet mich an seine Managerin. Mhm. Ich finde, die hat eine ziemlich männliche Stimme, die Managerin.
Ja, hallo, sprich mit Lilly Lips. Lilly Lips, mein Name. Super, freut mich, Sie zu erreichen, Lilly Lips. Hier ist Philipp Lips. Ja. Erstmal, wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's gut. Und super, dir? Das freut mich sehr. Ja, auch, ganz gut. Das ist wir schön. Wir arbeiten gerade. Arbeiten Sie etwas? Was? Arbeiten Sie etwas? Ja. Okay, als was arbeiten Sie denn so? Ich bin Travestiekünstlerin. Was sind Sie? Travestiekünstlerin. Oh, gut. Ja. Sie eine Frau oder ein Mann? Sowas fragt man doch nicht. Ich hätte gern wissen. Sie können mich auch gern fragen. Ich bin das für Sie, was Sie gerne möchten. Okay, können Sie bitte sich ein Glas Wasser nehmen, dass Sie ein bisschen gut sprechen? Ich spreche weil ich gut. Höre Sie ganz schlecht. Ich habe aber... Ja? Sie reden so sehr langsam. Nein. Und Sie machen so heiß, deswegen. Nein. Reden Sie so wie ein Mann. Klar und klar, okay? Na, ich rede doch ganz normal. Ja, aber Sie sprechen so ein bisschen komisch. Sie sind selber komisch, Sie Rüpel. Reden Sie mit zwei Männern, hören Sie mich. Was? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie laut und deutlich. Okay, Sie haben sich bei uns registriert. Ja. Mit Kryptowährungen zum Arbeiten, zum Handeln, ja? Ja, Geld verdienen. Wollen Sie jetzt Ihre Handelskonto aktivieren? Ja. Oder sollen wir Spaß weitermachen? Wieso? Was für Spaß? Bitte antworten Sie meine Frage. Wollen Sie mit uns weitermachen oder nicht? Natürlich. Deswegen bin ich doch da angemeldet. Super, das freut mich sehr. Alles ja. Klar. Dann, wie viel möchten Sie investieren? Na, das habe ich doch dem Kollegen schon erzählt. Wiederholen Sie bitte meine Frage. Das habe ich den Kollegen doch schon erzählt. Ja, aber der ist nicht mehr da. Deswegen bitte sagen Sie mir das vor. 300. 300, okay. Welche Bankkonto benutzen Sie? Sparkasse. Sparkasse. Haben Sie eine Online-Banking vielleicht? Online-Banking? Ja. Ja. Okay, haben Sie vielleicht eine Kreditkarte vielleicht? Eine Master oder Visa? Ja, eine Visa-Karte, die ist Silber. Eine Visa-Karte? Ja. Haben Sie WhatsApp? Nein. Nein. Was benutzen Sie so? Immer? Was? Was benutzen Sie denn so immer? Telegram. Okay. Haben Sie ein Handy, ein Smartphone, ein Samsung, iPhone oder Laptop, Tablet? Nein, Computer. Ein Computer, okay, super. Dann nehmen Sie bitte Ihren Computer. Nehmen Sie den an. Ja. Haben Sie vielleicht gehört von einem Programm, Anydesk-Programm, haben Sie davon gehört? Nein, was ist das? Und da wollen Sie schon wieder auf den Computer drauf. Anydesk, TeamViewer, VNC oder Remote Desktop ist nichts anderes als eine Fernsteuerungssoftware, mit der man auf den PC der Gegenseite zugreifen kann aus der Ferne und den Bildschirm sieht. Dann kann man den Computer komplett steuern, zum Teil, und man kann auch zum Teil Daten hochladen und auch runterladen von dem Computer. Man kann euren Bildschirm ausschalten, den Bildschirm einfrieren lassen und verschiedene andere Dinge damit tun. Das dient dazu, dass man seinen Computer eben fernwarten kann. Also für euch. Zum Beispiel, wenn ihr euren Computer anlasst, euer und dann mit dem Handy von unterwegs auf den Computer drauf zugreift, um nochmal irgendwas zu sehen oder was einzustellen. Oder man hilft in der Familie und verbindet sich mit einem Familienmitglied, um dort irgendwas einzurichten an dem PC. Allerdings sollte man das auf keinen Fall an fremde Menschen weitergeben. Denn fremde Menschen sollten definitiv nicht auf euren persönlichen Computer zugreifen. Denn dort liegen in der Regel auch viele persönliche Utensilien drauf. Bilder oder eben auch Bankdaten und so weiter. Und von daher kann ich euch nur davon abraten, Anydesk, TeamViewer oder VNC oder Remote Desktop in irgendeiner Weise in Kombination mit fremden Menschen zu benutzen. Für euch selbst ist es natürlich völlig safe, wenn man es einstellen kann und weiß, wie man seinen Computer dann schützt. Aber man sollte auf keinen Fall irgendwelchen dahergelaufenen Leuten am Telefon eine Nummer durchgeben, damit die auf euren PC zugreifen können. Denn dann hilft man den Betrügern dabei, in das eigene System einzubrechen. Das Programm ist so eine App, damit ich von meiner Seite Ihnen helfen kann. Oder okay. Wir können auch so weitermachen, wenn Sie wollen. Sollen wir das App einmal installieren? Das ist mir egal. Wie meinen Sie das? Ihr ist egal. Na, wie Sie möchten. Wie Sie möchten, weil es geht ja um Ihnen, es geht nicht um mich. Deswegen. Na, was ist denn besser? Okay, gehen Sie bitte auf dem Google. Google, ja. Google, ja. Und dann?
Okay, jetzt schreiben Sie ein. Ja. Was denn? Jetzt schreiben Sie ein, also A wie Anton. Ein A. Eine N wie Nordpol. Ein N. Ein Y. Y. Ein D wie Dora. Ja. Eine E wie Emil. Eine K. Ja. Und dann einmal suchen. Suchen. Suchen, ja. Trustpilot? Suchen, ja. Soll ich dabei Trustpilot draufklicken? Ja. Okay. Aber die sind schlecht, die Bewertungen. Nicht so gut. Hören Sie mich? Ja. So, was haben Sie jetzt vor? Trustpilot. Was haben Sie? Trustpilot. Trustpilot? Trustpilot. Trustpiling. Was? Trustpiling, oder wie war das? Trustpilot. Okay, klären Sie mir, was sind Sie vor? Was ist alles? Schlechte Bewertungen. Schlechte Bewertungen, okay, das freut mich sehr. Haben Sie bisher schon mal gehandelt oder ist es Ihr erstes Mal? Der fragt mich, was ich auf Trustpilot sehe. Ich sage schlechte Bewertungen und er sagt, okay, das freut mich sehr. Und wiederholt sogar noch schlechte Bewertungen. Oh Mann, was will man da jetzt noch groß erwarten von diesem Callcenter? Naja, aber es wird definitiv noch unterirdischer als jetzt. Nee, das ist das erste Mal. Okay. Aber ist das Ihre Stimme? Ihre richtige Stimme? Ist das Ihre Stimme? Na hört Sie mal, das frage ich Sie doch auch nicht. Ist das Ihre echte Stimme? Bernd Pololo, meine Frage, ja? Ja. Ist das Ihre Stimme, ja oder nein? Natürlich. Sicher. Na, ist das Ihre Stimme? Das ist meine Stimme, ja klar. Aha. Es kommt mir so vor, als Sie denn so als im Studio wären, so. Ja. Sind Sie vielleicht ein DJ oder so? Was? Sind Sie vielleicht ein DJ? Nein. Nein? Travestiekünstler. Also ich arbeite in dieser Branche 15 Jahre, ja? Ja. Ich bin auch zufrieden in meinem Job. Okay. Genau. Wie heißen Sie auf YouTube? Auf YouTube? Ja. Lilly Lips. Haben Sie davon gehört? Haben Sie davon gehört? Auf Was? Wie heißen Sie auf YouTube? Lilly Lips. Lilly Lips, ja? Ja. Na, Moment. Lilly. Lilly Pips, ja? Nein, Lilly Lips. Lilly Lips? Ja. Okay, Lilly Lips. Was sind Sie denn, so ein Modell oder was sind Sie? Travestie. Wie bitte? Travestie. Nein. Wiederholen Sie. Travestie. Travestie. Nein, Travestie mit T. Travestie. Nein. Sagen Sie mir doch. Na, Travestiekünstler. Ah, okay, und was machen Sie so auf YouTube? Na, mich schminken. Ach, was schminken Sie so? Ja. Okay, gut. Ja. Klatschen die Leute wegen mir? Ja, wegen Ihnen. Sie sind ja ein spiegelnder Traum. Die kommen jetzt alles bei Ihnen. Geben Sie mir Ihre Straße. Die machen Sie das mit der Bestellung? Ja. Oder wie ist das bei Ihnen? Braunschweiger Straße 77. Okay, warum heißt nicht Ihre Straße Schwulisch Straße? B1. Was?
Wie heißt Ihre Straße? Braunschweiger Straße 77. Schwanzbusse 24. Ja, also da weiß man jetzt schon echt nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. Also in einem seriösen Callcenter können wir allerspätestens hier definitiv nicht gelandet sein. Also eigentlich geht's ja auch die ganze Zeit nicht um das Produkt, sondern irgendwie nur um mich. Ja, also was der jetzt da genau will, weiß ich nicht. Aber unterm Strich zeigt er hier wieder sich definitiv nicht von seiner besten Seite, sondern nur von der Seite, wo man ganz genau von Weitem schon riechen kann, dass das hier Betrug sein muss. Warum reden Sie so? Wie war das, bitte, Entschuldigung? Braunschweiger Straße 77. Ach so. Okay. Haben Sie vielleicht so eine Geschäftsstraße oder so? Oder einen Laden? Oder wie ist das aus? Nein. Also, Sie machen das privat, ja? Ja. Okay, gut, gut. Das finde ich ganz gut. Man muss ja auch, also wir mussten auch arbeiten, ja? Wir mussten Geld verdienen, das ist klar. Wir brauchen Geld in der Welt, ne? Ja. Und jetzt? Aber wir brauchen Geld, ne? Ja. Aber ich weiß Bescheid, dass Sie mich aufnehmen, ja? Das weißt du Bescheid. Nein. Auf YouTube? Nee. Doch, bestimmt. Nee. Doch. Nein. Und Sie sind die Lilly Lips? Nein, Lilly Lips. Ja, okay, Lilly Lips. Ja. Ich möchte gerne ein Foto von Ihnen haben. Und Sie sind sehr heiß, wirklich. Ist ja auf YouTube. Hast du geguckt? Nee, nicht auf YouTube, nein. Da kannst du gucken. Lilly Lips. So wie bei Dabe. Okay, okay. Ja, mir reicht jetzt. Ich werde Sie einmal weiter begleiten. Ja. Ja? Bei meinen Kollegen, ja? Okay. Also der ist schwul, der können Sie mit Ihnen Kontakt haben. Der ist schwul mit Sie, okay? Okay. Ein bisschen Kontakt aufbauen, Sie können mit Ihnen treffen und was machen, ja? Das ist nett. Der ist sowieso Glatze, also Sie werden sehr Spaß dran haben, ja? Was, Glatze? Nee. Der ist ein Glatze. Der hat einen Glatze. Aber ich mag keine Haare, Glatze. Ja? Ich mag viele Haare. Ja? Sicher? Ja. Nein. Doch. Ja. Ja, der hat in der Körper Haare, aber so in der Kopf hat er nicht, aber so in der Körper hat er wie ein Schwein ist. Also was soll ich dir sagen? Also schön, dass er seinen Kollegen so bezeichnet, dass er aussieht wie ein Schwein. Tja, aber mehr kann man da, glaube ich, von so einem Callcenter auch echt nicht erwarten. Oh Mann, also, dass die sich da wirklich noch für ernst nehmen. Vor allem frage ich mich hier, selbst wenn sie jetzt begriffen haben, dass das hier eigentlich nur ein Blödsinnanruf ist, dann verstehe ich nicht, warum die nicht einfach auflegen und das Gespräch beenden. Oder sich wenigstens auch irgendwie noch höflich verhalten. Aber im Grunde genommen geht es ja überhaupt gar nicht mehr um das Produkt. Also, wenn man das Produkt nennen möchte, was die da einem andrehen wollen. Naja. Haben Sie denn Haare vielleicht? Ja, ich habe Perücke. 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 Perücke haben Sie? Perücke. Ja. Oh, also Sie sind auch einen Glitzer, oder wie? Haben Sie auch einen Glitzer? Nein. Ah, okay. Ja, okay, ich werde Sie weiter begleiten, ja? Ja. Okay, wenn Sie jetzt den Mann jetzt dann in der Leitung bekommen, ja? Nennen Sie dann einfach schwul. Hallo, ihr Schwul, okay? Ja. Heidi. Ja, hallo? Ja, hallo, Herr Schwul. Ja, hallo, am Apparat ist wieder Michael Kraus. Wie heißt Ihre YouTube-Kanal? Was? Ihre YouTube-Kanal. Lilly Lips. Ihre YouTube-Kanal, ne? Lilly Lips. Okay, weil habe ich gehört von Stimme, das war nicht einfach so. Dann habe ich das weitergegeben. Ja. Und, haben wir so einfach geklappt, auf dass ich einfach ein YouTuber. Der Mann hat gesagt, Sie haben eine Glatze. Wie haben Sie? Sie Was? Haben eine Glatze. Eine Glatze? Der Mann hat gesagt, Sie haben eine Glatze.
Hallo? Hallo? Ja, sind Sie dran? Ja, Lilly Lips. Lilly Lips, wie geht's dir, mein Schatz? Wird's gut soweit? Ja. Ja. Kennen Sie noch den Herr Dieter? Nein. Das war doch Ihr Nachbar. Nee. Haben Sie vergessen, den Herr Dieter? Nein, das ist nicht mein Nachbar. Er ist nicht der Nachbar. Und den Herr Herbert? Nein. Wie, den kennen Sie nicht? Nein, der Detlef. Der Herr Herbert ist doch Ihr Vater. Nein. Hallo. Doch. Der Detlef. Der Herr Herbert. Nein. Hallo. Nee. Hallo, Lady Lips. Ja. Platz. Was Platz. Muss ich denn jetzt machen? Platz. Machen Sie nichts. Was? Leise, böse Hund. Böse Hund. Platz. Kann man den streicheln? Böse Hund. Platz. Ich streiche dich nicht. Nee? Weil du bist ein böser Hund. Nein, ich bin kein böser Hund. Du musst dich beruhigen, nicht so aggressiv sein. Ja. Mein kleiner Gott! Ja. Scheiß YouTuber. Was? Du bist ein YouTuber. Nee, nicht nur. Travestie. Ja, ich sehe gerade, du bist online. Was? Du bist gerade online auf YouTube. Nee. Doch, du nimmst mich gerade auf. Nee. Doch, ich sehe gerade. Nee. Okay, danke. Wofür? Und dann tschüss, bis nächste Mal, okay? Ich dachte, ich muss dann noch was einzahlen. Keine Zeit heute. Ich melde mich wieder morgen bei euch, okay? Schade. Und dann tschüss, schönes Wochenende. Ja. Lilly Lips, mein Name. Ja, da haben sie dann jetzt endlich mal aufgegeben. Hat aber ziemlich lange gedauert, bis die wirklich damit mal aufhören. Tja, wurde ja auch Zeit. Aber Wahnsinn. Wirklich absoluter Wahnsinn, wie die mit ihren Kunden umgehen. Also, ich meine, könnte ja sein, ne, dass der Kunde so ist am Telefon, wie er eben ist. Ja, aber denen fällt nichts anderes ein, als sich über einen Kunden lustig zu machen und ihn zu beleidigen. Selbst wenn er vielleicht nicht so ganz auf der Höhe ist, wie sie sich das vorstellen. Aber, naja, so ist es halt in Betrugs-Callcentern. Was will man von denen noch großartig erwarten? Ich hoffe, euch hat dieses Telefonat gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt gerne noch ein bisschen was in die Kommentare, was ihr so über das ganze Gespräch hier denkt. Ja, und wer möchte, sieht jetzt hier auch noch die Playlist mit allen anderen Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.